Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, im letzten Part haben wir Major Bob besiegt und schon mal Safronia City soweit erkundet. Heute wollen wir den Dojo machen und Sabrina besiegen. Oh, hier sind ja... Bist du alleine? Tag auch. Der Karatemeister unseres ehrenwürdigen Dojos ist gerade nicht hier, weil er erneut auf eine Trainingsreise in den Höhlen von Johto aufgebrochen ist. Ah, im Kesselberg. Ja, okay, ist gut. Oh gut, dann machen wir Only Sabrina. Bin mal gespannt. Hey, warte, du Champion-Spiel. Na, wie sieht's aus? Ein Trainer deines Kalibers brauche ich sicher nicht erklären, wie man mit Psycho-Pokémon umgeht, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Viel Glück. Dankeschön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Trainer müsste es geben. Alles klar. Ich spüre, wie die Kraft all derer, die du besiegt hast, in meinem Körper strömt. What? Exorzistin, ne? Oder? Ne, Medium. Anastasia. Ne? Aber Anastasia gab's doch auch in der ersten Szene schon, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Anastasia sagt mir nämlich was. Vor allen Dingen bei Sabrina. Zauberblatt. Bronze müsste Stahl sein. Stahl Psycho oder Only Stahl? Probieren wir es mal mit Body Slam. Beim Bronzong hätten wir schon eher, glaube ich, Schwierigkeiten. Bei Hypno kannst du gut mit Erdbeben bearbeiten. Zauberblatt. Versuchen wir es mal hier. Das ist rechts oben, ne? Ja. Das Karate-Dojo nebenan war früher die Pokémon-Arena der Stadt. Früher. Da so mehr Hintergrundwissen würde auch nicht schaden. Das würde mich auch mal freuen. Fauna-Statue. Komm, Wolfix, du darfst dran. Flammenwurf. Bleiben. Thank you.
Na komm, fangen wir hier an. Übersinnliche Fähigkeiten kommen aus der Seele. Habe ich schon gesehen. Oh, hier sind ja gar keine Trainer. Okay, alles klar. Oh, dann gibt es anscheinend nur 5 Trainer. Oben links müssen wir aber noch hin. Hier irgendwo kam man links oben hin. Ja, ja. Hey, ich habe sie deutlich vor mir. Ich kann in die Tiefen deiner Seele blicken. Da bin ich mal gespannt. 2 Pokémon, Fleckmon und Lamos wahrscheinlich, oder? Bei Sabrina werden wir natürlich auch erst die anderen Pokémon kämpfen lassen und Meganie nur als Notlösung nehmen. Aber ich denke mir schon, dass wir Meganie ziehen müssen. Oh. Nein, danke. Wir haben dafür Fauna-Statue. Ja, da kommt das Lamos. Hier irgendwo ein Teleporter bringt uns zur Sabrina. Versuchen wir es mal hier. Schauen wir mal hier. Alles klar. Dann wird es hier irgendeiner sein müssen. Thank you.
Hier habe ich auch schon alle gecheckt. Versuchen wir es hier oben. Auch nicht. Jetzt bin ich zu blöd, den zu finden, was? Einen richtigen Teleporter oder wie? Versuchen wir mal hier. Dankeschön. Hallo Sabrina. Sind unsere Pokémon fit? Ja. Wen packen wir denn nach vorne? Ich würde sagen... Noctu mit Spukball. Ich wusste, dass du kommst. Ich hatte schon vor 3 Jahren eine Vision, die mir deine Ankunft angekündigt hat. Du hast es auf meinen Orden abgesehen, nicht wahr? Kämpfe bereiten mir nun nur wenig Freude, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu überreichen, die sich als würdig erweisen. Wenn das also dein Wunsch ist, werde ich dir meine Psychokräfte zeigen. Alles klar. Sabrina ist ganz schön erwachsen geworden, ne? Oh, cool. Schöner Sprite. Jana. Spukball. Das war's für Noctu, schade. Hauen wir mal Bullpix? Nee, komm, Kinga. Whirlpool. Okay. Na komm, Portugal. Sag ich Portugal. Bullpix, Irrlicht. Portugal. Na komm, mir gar nicht, dann gehst du jetzt ran. Erdbeben. Antios? Das war's für mich. Und Simsala, ne? Ja, ihr seht mir schon. Oder? 55, 56, 57? 55. Mich beschleicht eine leise Ahnung, worauf das hier für mich hinausläuft. Fauna-Statue.
was im Salat hängt. Kommt wahrscheinlich die Top-Genesung, höchstwahrscheinlich. Kann es sein, sollte sich mein Sechster Sinn etwa geirrt haben? Das werden wir gleich sehen. Statue. Ah, jetzt verstehe ich. Diese Stärke in meiner Vision warst du viel schwächer. Scheinbar kann nicht einmal ich die Zukunft vollständig vorhersehen. Aber gut, hier, das ist der Sumpforden. Du hast ihn dir verdient. Normalerweise wäre es der Seelenorden gewesen, aber die Entwickler haben ein bisschen gepatzt und... Dass du so stark sein würdest, konnte ich nicht vorhersehen. Das bedeutet, dass deine Stärke meine übernatürlichen Kräfte weit übertrifft. Hier, bitte nimm noch diese Term. Spalt, Psychokinese? Nee. Wertwechsel. Dun, 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 dun. Prismania City, Prismania City. Anscheinend hat es im Kraftwerk einen Unfall gegeben. Es liegt östlich von hier in der Nähe von Lavandia. Und hier gibt es Hunduster, sollte es zumindest. Hallo Quapo. Quapo ist mein bester Freund. Ob du dir wohl auch irgendwann mal ein Quapo halten kannst? Weiß nicht, wenn ich einen Wasserstein bekomme, vielleicht. Eine Rundumheilung, Schwester Joy, bitte. Diese Spielhalle wurde früher von Team Rocket betrieben. Nach dem Untergang von Team Rocket hat sich schließlich einen reichen alten Spielliebhaber umgebaut. Mann, dein Pokécom ist ein echt cooles Teil. Ist das etwa das neueste Modell? Ich glaube schon. Erika ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Wenn du sie unterschätzt, wirst du dein blaues Wunder erleben. Nee, nee, alles gut. Würde ich niemals. Kommt man hier hinten nicht mal rein? Normalerweise hast du hier in dem Evoli immer früher bekommen. Din, din, din. Schöne Remake-Melodie. Schöne Melodie. Okay, dann eben nicht. Ich verrate dir ein Geheimnis. In den Prismania-Wohnungen ist ein Ort, den man nur über den Aufzug im ersten Stock erreichen kann. Ah, okay, so haben sie es gemacht. Wie ein Mauzi.
Was gibt's? Ich bin die Verwalterin dieser Wohnung. Aber so sicher, wie sie gebaut wurden, gibt es hier nicht viel zu verwalten. Ich wusste nicht, was ich mit all der Freizeit hier anstellen sollte. Also habe ich meine Pokémon mitgebracht. Ach ja, eines solltest du noch wissen. In dieser Residenz gibt es 2 Aufzüge. Vergiss das nicht. Gehen wir mal zum Dachgeschoss. Cool. Hohe Orte habe ich am liebsten. Außer mir und heißer Luft gibt es keinen größeren Fan von Höhen. Cool. Zweites Obergeschoss. Oh, Tortina! Das musst du dir anhören. Dieser krasse Sounddesigner da drüben hat mir etwas Tolles gezeigt. Er hat eine Maschine, mit der man Musik wie auf einem Nintendo Gameboy hören kann. Wie progressiv, wie retro. Er verschenkt sie an Leute, die alle 8 Orden der Kanto-Region, Kanto-Arenen besitzen. Versuch's doch auch mal, Tortina. Bis dann. Dankeschön. Die Info. Ich bin ein Programmierer. Mein Keyboard und ich sind die wahren Herrscher über die Spielwelt. Da hat er nicht ganz unrecht. Wir sind das Kreativteam. In unseren Köpfen spucken immer viele originelle Ideen herum. Selbst die Idee zu diesem Ort hier stammt von uns. Haha. Na, wie gefällt es dir hier so? Ich bin der Leiter dieser Firma. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der Neuauflage eines früheren Spiels. Oh, Alpha Saphir. Aber das ist gar kein so leichtes Unterfangen. Wir wollen ja schließlich nicht auf den Erinnerungen der Fans der ursprünglichen Version herumtrampeln. Aber vollständig an das Original können wir uns leider auch nicht halten. Wir wollen dem Spieler eine gute Mischung aus Alt und Neu bieten. Das ist schön. Die meisten von uns machen diesen Beruf jetzt schon seit 20 Jahren, aber ein Spieldesigner muss sich immer neuen Herausforderungen stellen. Hallo, ich bin der Spieldirektor. Ich weiß, es ist nicht leicht, einen vollständigen Pokédex zu bekommen, aber bleibe am Ball und gib nicht auf. Du schaffst es, ganz sicher. Ich bin der Sounddesigner. Meine Aufgabe ist es, die Musik für das Spiel zu komponieren. Ja, auf jeden Fall nice Arbeit, nice work. Wenn du mir alle 8 Orden der Pokémon-Arena von Kanto zeigst, habe ich etwas ganz Tolles für dich. Ich bin der Grafikdesigner. Mein Fachgebiet ist es, aus kleinen Punkten große Bilder zu schaffen. Erdgeschoss. Dann gehen wir mal ins erste Stock und von da aus dann zum Dachgeschoss. Sollte es ja ein kleines Geheimnis geben. Cool. Ich kenne eine gruselige Geschichte, die ich dir erzählen will. Aber solange es noch hell ist, hält sich der Gruselfaktor in Grenzen. So macht es einfach keinen Spaß. Komm doch. Okay, dann kriegt man wahrscheinlich von ihm Traumfresser. Die Wohnungen müssen hier richtig teuer sein, bestimmt.
Das Sortiment des Prismanias Einkaufszentrum ist einfach unschlagbar. Da gibt es alles, was man sich wünscht. Hoppla, jetzt höre ich mich schon jemand aus wie einem Werbespot an. Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an wie das in Dukatia City. Diese hier wurde angeblich ebenfalls renoviert. What? Ich bin zum ersten Mal hier. Das Gebäude ist so groß, dass ich fast Angst habe, mich zu verlaufen. Marinus, der Wellenbrecher aus der vierten Gen. Das Platin. Willkommen, kann ich dir helfen? Was kriegt man denn hier? Tränke kannst du behalten. Hehe. Oh, das ist aber mal eine schöne Maske. Willst du was von mir? Dieser Blick sag bloß nicht, du hast es auf meinen coolen Wellenbrecher abgesehen. Nichts da, Finger weg. Von dem würde ich mich nie trennen. Wie? Du willst eigentlich etwas ganz anderes? Die Maske willst du, diese Maske da willst du haben? Na gut, ich gebe dir sie gerne. Okay, cool. Was? Das reicht dir noch nicht? Für deinen Alter bist du aber ganz schön ziemlich harter Verhandlungspartner. Na gut, du kannst es auch noch haben. Panflau. Krieg ich dann auch noch eine Blindfallmaske nehmen? Alles klar, schon kapiert. Ja, das kriegst du auch noch dazu. Aber, also über die Masken freue ich mich natürlich auch, aber mehr, dass wir Marinus wiedersehen. Nein, ist schon in Ordnung. Ich will kein Geld dafür haben. Sie ist einfach als Geschenk von jemandem, dem Masken sehr gut stehen, an jemanden, der Masken sehr schätzt. Nur keine Scheu, nimm schon. Muhaha. Mein Papa tut sich sehr schwer damit, die Namen aller Items und ihren Zweck im Kopf zu behalten. Mein Sohn hat mich auf meinen alten Tage nochmal richtig auf den Geschmack gebracht, als Trainer anzufangen. Das Angebot an nützlichen Items hier ist ja echt überwältigend. Ja, das stimmt. Klasse, jetzt kann ich mir endlich doch noch ein Porygon besorgen. Ich habe einfach kein Händchen für Münzspiele und deshalb haben mir immer noch ein paar Münzen gefehlt. Huch, das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon verwandelt. Oh, ich habe mein Pokémon getauscht, ohne ihm vorher Upgrades wegzunehmen. Ja. Porygon 2, glaube ich, ne? Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche TM ich nehmen soll. Der TM-Laden hat ein paar seltene Attacken im Angebot. Da steht immer noch keine Bedeutung dahinter. So, wir gehen weiter. Hey, hast du schon gehört? Bisher hatte nur ein einziges Geschäft in Viola City Minenbriefe im Sortiment, aber jetzt sind sie endlich auch in diesem Laden erhältlich. Ja, danke dir, Bro. Danke niemandem mehr. Ich will mir hier einen Blütenbrief für meine Freundin kaufen. Welche Briefe wahrscheinlich? Naja. Ich verstehe sowieso nicht, was das ganze Tralala mit diesen Briefen hat. Ich glaube, du kannst das Freunden schicken, aber. Weiß nicht. Wer sammeln will. Schön. Weißt du was? Ab. AP Plus ist, das ist ein ganz tolles Item, mit dem man man die maximale AP eines Pokémon erhöhen kann. Ist das nicht großartig? Ja, genau, das dachte ich mir auch. Genau, deshalb bin ich hierher geeilt. Aber soll ich dir etwas sagen? AP Plus kann man gar nicht im Laden kaufen. Mann, war das vielleicht ein Schock. Ich möchte gerne Items kaufen, die den Status meiner Pokémon verbessern, aber mein Geld reicht nicht. Ah, die sind teuer. Was hast du denn hier Schönes? Protein und sowas, alles klar. Vielleicht kriegen wir hier auch Evolutionssteine, ich bezweifle es aber. Pokémon freuen sich darüber, wenn du ihnen Items zusteckst, aber auf manche Items können sie scheinbar auch verzichten. Ach man, hier gibt es ja gar keine Videospiele. Ich will Videospiele zocken. Ich fühle mit dir, Bro, ich fühle mit dir.
Manchmal fällt ein Gratisgetränk aus dem Automaten. Ich bin auch schon froh, wenn ich etwas für 200 geschenkt bekomme. Was ich sagen will, das ist der Preis, dass es nicht der Wert des Preises ist, auf den es ankommt, sondern auf das schöne Gefühl, wenn man etwas geschenkt bekommt. Oh ja. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.